Hallihallo, Bitches, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Left Bank of Hunger Games. Diesmal wieder auf der Map von Vareide, auf der City Map, die wir so gut wie jedes Mal spielen, aber das ist ja eigentlich scheißegal. Auf dieser Map haben wir schon zweimal gewonnen und da werden wir jetzt wieder erneut gewinnen. Wir rennen wie immer nicht vor die Mitte, sondern hier hin. Wir rennen immer direkt nach hier, immer direkt nach hier, immer direkt nach hier, damit wir direkt das Eisenschwert holen können. Insofern ich das finde. Aber der hat das schon, also rennen wir zum Holzschwert. Das haben wir letztes Mal ja auch gemacht. Und das war relativ gut, also wir sind relativ weit gekommen. So, ich habe neue Kopfhörer, das hört sich alles schon voll anders an als sonst immer. Hinter mir ist jemand. Wieso ist hinter mir jemand? Was macht der da? Will der auch nach da hinten? Will der zu mir? Will der zum Schwert, wo ich auch hin will? Will der etwa dahin, wo ich hin will? Ich denke, der will da auch hin. So, wir gehen direkt nach oben. Direkt nach oben, damit er da hier überhaupt nicht hinkommt. So, wir haben das Schwert schon mal sicher. Der ist aber nicht gefolgt, das war schlau von dem. Wir gehen jetzt natürlich zuerst wieder nach hier in den Wald. Beziehungsweise in diese Siedlung, wo der Wald auch ist. Der Wald ist direkt hier hinter. Denn da gibt es auch noch eine Truhe, die wir uns natürlich auch direkt schnappen werden. So. Die gibt es hier. Um genau zu sagen, hier oder hier. Ach, hier war sie. Kekse und Sticks. Ja, Kekse und Sticks sind immer gut. Kann man immer gebrauchen. Aber wir brauchen Typen, die wir töten können. Typen, die am besten gute Waffen haben, die wir töten können. Von hinten töten können. Da ist jemand. Den schnapp ich mir. Den schnapp ich mir jetzt. Der ist nicht mehr weit von uns weg. Und der ist auch nicht mehr weit vom Tod entfernt. Das sind sogar zwei. Ist sogar ein Team. Ja, ich hab das Schwert. Die haben nix. Das heißt, sie sind tot. Komm her. Du bist tot. Danke. So, der erste ist niedergehauen. Der zweite wird es natürlich auch noch niedergehauen. Insofern ich ihn finde. Da ist er. Hey, jetzt nicht abhauen, ne? Nicht abhauen. Du siehst mich nicht. Ich bin ganz weit weg von dir. Ich existiere gar nicht. Dreh dich einfach nicht um, mein Lieber. Siehst du, du kannst ganz gechillt weiterlaufen. Das macht dir nicht. Ich hätte über die Brücke rennen sollen. Der holt sich jetzt bestimmt irgendwas Gutes. Er weiß, wo was Gutes ist, denke ich mal. Wo ist er hingelaufen? Wo ist der hin? Ach, da hinten. Da ist aber, glaube ich, noch einer. Einfach den Typen hier folgen. Oh, das hat's geleckt und er ist tot. Hat der was Gutes mit? Ich hoffe mal. Ja, das ist Fleisch, das ist gekochtes Fleisch. Damit können wir uns direkt wieder aufheilen. Der hat mich wohl gesehen, der wusste, dass ich hier war. Ich guck mal nach oben und muss was machen. So, da geht's weiter. Hier unten gibt's aber nichts, ne? Hier ist irgendwo jemand. Wo ist der? Wo ist der? Irgendwo ist jemand. Hallo? Oh fuck, hier ist irgendwo jemand. Oh, ich habe da viel zu sehr Angst, um hier jetzt umzulaufen. Denn wir wollen ja nicht direkt verkacken wie sonst immer. Naja, wir verkacken ja nicht immer. In letzter Zeit haben wir öfters gewonnen. Aber trotzdem möchte ich jetzt nicht verkacken und da möchte ich nicht hin. Ich möchte an den fetten Baum, aber ich glaube, der ist woanders, oder? War der hier oder war der woanders? Ich kämpfe mal hier rüber. Hier rüber, dann nach hier. Und von hier kommen wir natürlich nicht da drauf, das war ja klar. Dann gehen wir halt einfach nach hier. Komm ich da hoch? Ich will da hoch. Danke. Dann gehen wir jetzt zum großen Baum und schauen mal danach, was uns da erwartet. Ich hoffe mal irgendwas Gutes. Ich glaube sogar, dass es da was Gutes gibt. So, hier hoch und hier hoch. So, dann müssten wir gleich schon da sein. Das ist nämlich hier irgendwo. Hier ist so ein Haus, da gibt es aber ja, soweit ich weiß, nichts. Da ist kein richtiges Haus, das ist diese Unterführung von der Brücke oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall gibt es hier irgendwas. Ich bin ja nicht hier drin, sondern da rechts. Da gehen wir jetzt natürlich auch hin. Da ist jemand gestorben, in dem Lava gestorben. Wo gibt es hier Lava auf der Map? Ich weiß es nicht. Kann ich mal irgendjemand sagen? Ich weiß nicht, wo es hier Lava gibt auf dieser Map. Das wüsste ich jetzt mal gerne.
Vielleicht gibt es irgend so einen Jump-One-Part, den ich schon gut meistern könnte und mir dann direkt voll das geile Schwert holen könnte. Vielleicht sogar ein Diamantschwert oder Eisenschwert. Es muss ja auch mehrere Eisenschwerter geben und vielleicht ein Diamantschwert habe ich auch schon mal hier gesehen. Also, dass das jemand hatte. Ich meine, hier gibt es sogar auch irgendwo eins. Aber wir sollten jetzt zuerst hier zum Baum gehen. Und hier nach einer Truhe suchen. Ich weiß, dass es hier irgendwo eine geben soll. Wo genau, weiß ich nicht. Aber irgendwo hier. Aber wo? Verstehe, im Wald. Ich weiß, dass es in der Nähe vom Baum unbedingt eine Truhe geben soll. Unbedingt. Auf jeden Fall eine Truhe geben soll. Wieso habe ich unbedingt gesagt? Ich weiß, dass es auf jeden Fall hier irgendwo eine Truhe gibt. Und ich weiß, dass gerade irgendwie ein paar Lecks aufgetreten sind. Ich weiß zwar nicht wieso, aber sie sind da. Aber sie stören dann nicht. Und so stark sind sie auch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Und schau mal oben auf dem Baum nach. Vielleicht gibt es hier oben etwas. Ich muss hoffen, dass ich jetzt irgendwie hier weiterkomme. Genau so. Da fuck. Ich hab Angst. Oh, scheiße. Danke. Da unten. Da unten ist eine Truhe. Aua. Das hat zwar nicht so wehgetan, aber das hat wehgetan. Aber wir haben ja hier noch das Ding. Hier war schon jemand. Wir haben ja hier noch unser volles Leben. Vielmehr vollen Hunger. Vielmehr volle Energie. Und wir begeben uns jetzt mal wieder in Richtung Mitte. Ich hoffe mal, dass uns jetzt keiner sieht, wenn wir da hingehen. Da wollen wir nicht rein. Da gibt es nämlich, soweit ich weiß, gar nichts, so wie mir das gesagt wurde. Oder derjenige hat mich angelogen. Auf jeden Fall, in irgendeinem Gebäude auf dieser Seite gab es gar nichts. Und das war ein großes Gebäude. Keine Ahnung, ihr könnt mir sagen, ob es in diesem großen Gebäude irgendwas gibt. In dieser großen Kathedrale oder was das heißt. So, wir gehen mal weiter nach hier und sollten mal zur Fabrik gehen. Denn da gibt es ein Steinschwert, falls es noch keiner hat. Aber hier oben war ich auch noch nie drauf. Hier sollte ich auch mal drauf gehen. Vielleicht gibt es hier auch sogar mal etwas. Sieht aber nicht so aus. Dann gehen wir runter. Und gehen jetzt direkt zur Dingens, da drüben hin zur Fabrik. Aber davor möchte ich nochmal hier was abchecken. Oh, da war gerade jemand gut dran. Und da ist jemand von Zombie gestartet worden. Hier war auch schon jemand. Hier war überall schon jemand. Die waren gut dabei diesmal, die Leute. Sie haben alles leer geräumt. Alles, was es gibt. Hatte ich auch noch nicht. Wenigstens haben wir eine Truhe, vielmehr zwei Truhen erwischt bekommen, wo was drin war. Und auch schon zwei Typen geschlachtet. Und jetzt begeben wir uns zur Fabrik, wie gesagt. In der Hoffnung, dass da irgendwas ist. Vielmehr noch irgendwas ist. Ich weiß, dass es da ein Steinschwert gibt. Wir hoffen einfach mal, dass es noch da ist. Wenn nicht, haben wir gelitten. Haben wir richtig fett gelitten. Dann haben wir nur ein Holzschwert, mit dem wir uns verteidigen müssen. Aber ich denke, das ist noch da. Einfach immer positiv denken, dann wird alles gut. So. So, einfach mal da hochgehen. Da oben ist die Truhe. Wissen ja meine meisten Zuschauer. Die sehen ja immer, wo ich hingehe. Und die sehen auch, dass ich faile. Bei so einem kleinen Sprung. Oh. Ach, hier ist die Lava irgendwo in der Fabrik, ich weiß. Dann war hier doch bestimmt schon... Ja, hier war schon jemand. Und ich kann meine Maus nicht bewegen. Maus? Meine Maus ist voll im Arsch. Die war voll teuer. Und die ist im Arsch. Ey, das gibt es nicht. Scheiße. Das liegt an meiner Maus und nicht... Oh, fuck. Ja, das wird teuer. Kann ich mir eine neue Maus kaufen? Miau. Ich kann eine neue Maus kaufen. Naja, egal. Oh, hört ihr das? Das hört sich nicht gut an. Das ist die Maus. Oh, fuck. Na, ich hoffe, die tut's noch. Ein paar Tage lang. Denn wenn nicht, bin ich richtig am Arsch. Bin ich so richtig am Arsch. Ich habe keine Ersatzmuster. Da doch eine, aber die ist scheiße. Och nein. Wieso? So, auf jeden Fall. Ach, ich weiß, von was kommt. Das kommt vom LOL-Spielen. Und ja, da vergewaltige ich immer schon die Maus. Und jetzt hat sie wohl gestern irgendwas erwischt. Gestern
Abend. Da habe ich noch mal einmal drauf gehauen, weil sie nicht funktioniert hat, wie sie sollte. Oh fuck. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Komm her. Ich krieg dich eh. Komm doch her, Mann. Fuck, Maus. Danke. Die Maus hat wieder ein bisschen gespackt, aber es hat funktioniert. Ich sollte jetzt einen Apfel essen. Auf jeden Fall einen Apfel essen. Und wieder das Schwert in die Hand nehmen. Am besten das Schwert von dem, weil das ist noch voll. Voller Energie. So, und jetzt weiß ich nicht, was wir machen sollen. Wir gehen erstmal hier hoch. Und schauen mal hier was nach. Aber ich denke, dass hier keiner jetzt hinkommt. Und wenn, dann kommt nur einer mit einer Eisenschwertrüstung. Dingenswumms, dieser Mark Ninja oder wie er da heißt. Der ist OP, der Typ. Den kriege ich womöglich nicht mit dem Holzschwert kaputt. Den anderen vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird es Nacht. Wir gehen hier runter. Ja, jetzt haben wir uns wehgetan. War nicht so toll, aber wir gucken, dass wir uns nicht von denen treffen lassen. Denn dann sind wir im Arsch. Scheiße, wir sind im Arsch. Naja, ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Daros LP. Und ciao.